ehrliche Antwort, Katrin, zumindest zu der Frage, ob denn diese Mängel, die der TÜV jetzt rausgefunden hat, beim Brandschutz am BER im Main-Pier Nord wirklich so gravierend sind, dass der ganze Zeitplan ins Wanken gerät. Da gab es eben wenig Neues. Da steht immer noch Aussage gegen Aussage hier im Abgeordnetenhaus. Der Flughafenchef Lütke Dahldrup war ja gestern hier und er hat erklärt, diese Berichte seien ganz normale Projektinformationen. Er hält weiter am Zeitplan fest, den Bau bis zum Sommer nächsten Jahres abzuschließen. Die Opposition, man konnte es erwarten, sieht das gänzlich anders. Wenn das, was diese beiden Berichte uns beschreiben, und es sind nur zwei von vielen, wie Herr Lütke Dahldrup uns gestern bestätigt hat, Normalität, immer noch Normalität auf Deutschlands größter Dauerbaustelle ist, dann gnade Gott den Berliner Steuerzahlern. Herr Rot-Rot-Grün dagegen spielt die Bedeutung dieser Berichte herunter. Niemand habe erwarten können, dass der TÜV bei den ersten echten Funktionstests von mehreren Anlagen im Verbund am BER sofort den Daumen hebt und sagt, alles in Ordnung. Es sei gut, dass jetzt diese Mängel aufgetaucht sind, denn dann könnte man ähnliche Mängel in anderen Gebäudeteilen frühzeitig abstellen und das sei ein Vorteil. Es wird noch den einen oder anderen Prüfungsbericht auch in Zukunft geben, der zusätzliche Arbeiten auslöst. Aber da hilft nicht Skandalgeschrei, sondern da hilft Arbeit machen und dafür sorgen, dass das Ding endlich in Betrieb geht. Ja, und in zwei Wochen, du hast es gesagt, da werden wir dann wissen, wann das Ding endlich in Betrieb gehen soll. Und dann werden wir auch abschätzen können, ob das Geld denn dafür noch reicht. Und da hat der Finanzsenator heute eine Aussage gemacht, die dann doch hellhörig werden lässt. Er hat gesagt, wenn die Einsparmöglichkeiten am Flughafen nicht ausreichen und wenn auch keine neuen Kredite ausreichen, dann müssten die Gesellschafter also Brandenburg, Berlin und der Bund noch mal darüber reden, ob man nicht doch noch mal öffentliches Geld in den BER reinpumpen muss. Ja. Nochmal Geld, Boris, aber andere Baustelle. Die Koalitionsfraktionen haben ja jetzt einen Doppelhaushalt vorgestellt, bei dem nochmal knapp eine halbe Milliarde Euro locker gemacht werden soll. Wohin sollen denn diese Gelder alles gehen? Ja, ist schon so ein bisschen wie Weihnachten hier im Parlament. Es gibt Geschenke. Rot-Rot-Grün hat 460 Millionen Euro zusammengekratzt und will das regnen lassen, vor allem über die Berliner Lehrer. Die Grundschullehrer sollen mehr Geld bekommen, wie es Brandenburg ja schon vorgemacht hat. Die Quereinsteiger sollen weniger unterrichten müssen und besser betreut werden. Es soll Zulagen geben, auch für Lehrer in Brennpunktschulen. Auch die Eltern dürfen sich freuen, denn die Hortgebühren für die Erst- und Zweitklässler, die sollen ab 2019 ganz wegfallen, komplett wegfallen. Und auch das Sozialticket soll ausgeweitet werden, also nicht nur für Hartz-IV-Empfänger, sondern dann auch für Wohngeldempfänger und Bezieher von DDR-Opferrenten. Dann soll es auch noch mehr Geld für die Beamten geben, und zwar früher. Die Besoldungserhöhungen werden vorgezogen in den nächsten beiden Jahren. Und es gibt 30 neue Elektrobusse für die BVG und zum Schluss auch noch 30 neue Blitzeranlagen. Das dürfte dann ein Geschenk sein, was die Autofahrer nicht ganz so dolle freut. Ganz sicherlich. Dann Dankeschön für all die Informationen an Boris Hermel ins Abgeordnetenhaus.